Und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wir machen mit der Hauptquest weiter, das Schwert der Legende zum Pegler Panorama Park begeben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr am Ende dieses Videos mir ein Like da lasst, ein Abo oder auch einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, schauen wir weiter. Gehen wir zu der Hauptquest weiter, vielleicht zu der Kautis-Platte, glaube ich, müssen wir da und... Da können wir dann bestimmt auch gleich die Nebenquest erledigen mit dem Fotografieren. Gibt nämlich ein bisschen Kohle. Wir sind eh ein bisschen blank gerade. Was heißt blank? Wir haben 8000. Da geht halt nicht viel. Ich glaube, ich muss noch ein paar Nebenquests machen. So Bestien töten oder irgendwie sowas. So, automatisches Fahren zum Aufgabenziel. Hä? Bin ich hier in der Nähe oder was? Ach so, das ist ja gleich da unten. Okay, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Nanu, ihr auch hier? Jawohl. Ah, nicht der schon wieder. Na, komische Haare, der Typ. Lust auf ein Märchen? Es war einmal ein göttlicher Riese, der den König rief. Doch der König verstand des Riesen Sprache nicht und so zerbarst sein Kopf beinahe vor Schmerzen. Ja, das und was geschah dann? Die mit Vision, ihm? Was wir die ganze Zeit haben. Wieso fragt ihr nicht den Riesen? Er scheint euch etwas mitteilen zu wollen. Sollen wir? Jo. Und? Wir folgen ihm erst klar. Und sehen, was kommt. Ja, alles klar. Namen sind Schall und Rauch. Und meiner ist dazu noch schrecklich lang. Also... Was ist denn das überhaupt für eine Stufe? Steht gar nichts dabei. Okay, dann wird's nicht so... Nicht einfach Arden. Kommt mit mir zum Parkplatz. Ich habe mein Auto dort gelassen. Ich mime gerne den Chauffeur für euch. Aber ihr habt ja selbst ein Auto. Den Regalia, nicht wahr? Ja. Vielleicht ist es besser, wenn wir mit zwei Autos fahren. Dann ist es nicht ganz so eng. Schaut auf jeden Fall cool aus. Coole Rüstung oder was der da anhat. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Hier muss ich jetzt meinem Regal ja gehen oder nicht? Schaut auch nicht schlecht aus, das Auto. Seid ihr soweit? Die Fahrt mit Ardin beginnen. Yep. Und ich bestimme, wer fahren soll. Du. Du sollst fahren. Ich mag nicht fahren. Von Arden fahren lassen. Nimm uns in deinem Auto mit. Aber meine Dienste als Fahrer kommen euch teuer zu stehen. Nun, Schatz. Gut. Dann fährst du also den Regalia. So, bereit zur Abfahrt? Wow. So, speichern. Kapitel 4 von Göttern und Königen. Die Erde zittert und Noctis wird von einem unangenehmen Stechen im Kopf geplagt. Aldin behauptet, dass die Schmerzen eine Nachricht des Gottes Titan an den König seien. Sollten die Legenden tatsächlich der Wahrheit entsprechen? Skeptisch, aber heimlich voller Hoffnung brechen die vier Gefährten zur Kautesplatte auf, wo der Riese zu finden sein soll. Dann schauen wir mal, ob wir den finden, den Riesen. Und ob der uns eine Antwort geben kann, warum wir so eine Kopfschmerzen haben.
göttlichen Prüfungen. Aber damit das klar ist, das wird kein Wettrennen. Boah, jetzt muss ich fahren, oder was? Schön brav hinter mir her. Wenn ich euch abhänge, ist das Spiel allerdings aus. Und wehe, ihr fahrt zu dicht auf und zerschrammt mir meinen geliebten Wagen. Ja, doch. Fahrt ja, zu, Mensch. Jetzt. Fahren wir los. Gut. Schön die Sicherheitsgurte anlegen, Kinder. Am Kai war der Kerl auch schon. Ob er eine Reise macht? Wenn du mich fragst, ist das mehr als nur ein Zufall. Mir kommt's eher so vor, als würde er uns verfolgen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und es beunruhigt mich. So wie die Frage nach seiner Herkunft. Wie ein Niflheimer wirkt er eigentlich nicht, oder? Wie ein Lucianer, allerdings noch viel weniger. Schau mal, wer wir den hinterher vermissen. Mit dem tollen Auto hier, das komplett scheiße zu fahren ist. Hoffentlich ist das unser letztes Treffen. Ja, aber ohne ihn kommen wir nicht zum Zentrum der Kautesplatte. Magd, was hältst du von dem Typen? Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Midlife-Crisis und sucht Anschluss zu jungen Leuten. Ja, stimmt. Das könnte gut sein. Nicht halte von dem. Wir bleiben jedenfalls erstmal bei unserem Plan. Ja, wenn's brenzlig wird, seilen wir uns ab. Noct, was machen die Kopfschmerzen? Jetzt geht's gerade. Sie kommen und gehen. Hoffentlich bleibst du verschont, solange du fährst. Fahr rechts ran, wenn's weh tut. Gibt's in der Nähe ein Refugium? Willst du etwa schon wieder zelten? Erholen wir uns lieber richtig. Campen ist erholsamer als jedes Hotel. Was findest du am Campen bloß so toll? Die vielen Mückenstiche vielleicht? Es geht nichts über den unvergleichlichen Duft der Natur. Kein Zeitdruck. Okay. Und ein Gefühl der absoluten Freiheit. Sogar unser verwöhnter Noct weiß das zu schätzen. Ja, Freiheit. Was haltet ihr davon, hier zu rasten? Was hältst du davon, uns ans Ziel zu bringen? Der Riese rennt euch schon nicht weg. Das ist nicht der springende Punkt. Also übernachten wir mit Arden. Niemals. Im Refugium können wir zelten. Nein. Wisst ihr, zelten ist nicht mein Stil. Dort drüben ist ein Wohnmobil. Ich spendiere die Übernachtungskosten. Nicht schlecht. Hat irgendwie was von einer Reise. Ist ja auch eine. Okay. Die Mietzeit ist abgelaufen. Schokobo kehrt zum Schokobo-Verleih zurück. Okay, ich muss auf jeden Fall die Schokobos wieder mieten. Nanu, wen haben die Paparazzi denn da erwischt? Oh, tut mir leid. Der ist irgendwie suspekt, der Typ. Keiner. Irgendwie ist der ein bisschen komisch. Adin hat dir eine Lockpfeife gegeben. Mit ihr kannst du Gegner in der Umgebung anlocken. R2, Erkundung nahe Gegner anlocken. Okay. Okay, da haben wir schon. Vom Blute der Tanne. So, wie wir einen Schokobus mieten. Da werde ich alles tun, damit die Menschen in Frieden leben können. Dies war der Tag, an dem Prinzessin Luna Freya als jüngste Kanadi in die Geschichte. Nein, brauche ich jetzt nicht. Überhaupt nicht. All den Reden. Bonjour. Wie mein? Ab hier gibt es kein Zurück. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Seid ihr euch... Ja, ich bin mir sicher. Ja. Kann doch nicht so schlimm sein. So, zu Kautesplatte fahren. Den Meteor als Energiequelle zu nutzen, ist mehr als brillant. Zapfen Sie den Meteor dafür an? Als der Meteor auf Eos stürzte,
war es Titan, der ihn vor dem Aufprall abfing. Die Menschen sammeln die Bruchstücke ein, die dabei vom Meteor absplitterten. Und noch immer trägt der Riese ihn auf seinen Schultern. Echter Knochenjob. Bestimmt ist er ziemlich verspannt. Kein Wunder, dass die Bewohner Duskas den Riesen so verehren. Es hat sich ein regelrechter Kult gebildet. Ich frage mich, wie es tatsächlich unter dem Meteor aussieht. Wir werden bestimmt bald sehen, wie es da aussieht. Da drinnen herrschen ziemlich hohe Temperaturen. Macht deine Kamera das mit? Berufsrisiko. Solange sie nicht ins offene Feuer fällt, sollte sie halten. Wenn sie kaputt geht, kriegst du keine neue. Lass sie lieber im Auto. Nein, niemals. Vielleicht sehen wir sogar den Riesen. Die Gelegenheit auf den Schnappschuss darf ich mir nicht entgehen lassen. Ist auch eine Bestie oder sowas? Der passt doch ohnehin nicht ins Bild. Ein Versuch ist es wert. Es gibt kein Fundbüro für verpasste Chancen. Wow, prompto. Den Spruch habe ich mal auf einer Klotür gelesen. Ah, naja, klar. Und deine Brille, Ignis, beschlägt die bei der Hitze nicht? Solange es nicht auch noch feucht da drin ist. Und wenn doch, kannst du sie ja einfach abnehmen. Seine Augen sind schließlich gar nicht so schlecht. Ach, wirklich? Nun, ich kann auch ohne Brille noch genug sehen. Echt? Wieso trägst du sie dann überhaupt? Naja, es geht nicht darum, was er sehen kann. Eher darum, was seinem Blick entgehen könnte. Ja, ich bevorzuge einen scharfen Blick. Ah, stets wachsam und immer auf der Hut. Was, Ignis? So, wenn ich mal, wie weit es jetzt noch ist. Sag mal, Ignis, wie ist das eigentlich so für dich als Beifahrer? Beängstigend. Was soll das denn heißen? Immerhin ist Noct mehrmals durch die Prüfung gefallen. Hatte halt Pech. Lies ein Buch, Ignis. Das lenkt ab. Mag sein, aber ich achte lieber auf den Verkehr. Also, so schlimm fährt Noct nun auch wieder nicht. Wir sind da. Ganz gut, eigentlich. Ist das auch wahr? Haltet ihr mich etwa für einen Lügner? Naja, so ganz sauber bist du nicht. Schon allein dieser Umweg. Hallo. Ich bin es. Seid so nett und macht das Tor auf. Einfach so aufgemacht. Na, überrascht. Ich habe mehr Einfluss, als man mir auf den ersten Blick ansehen mag. So, ihr habt nun eine Gottheit zu besuchen. Kommst du nicht? Ich wollte euch doch nur bis zu seiner Haustür begleiten. Also dann, macht's gut. Okay, dann fahren wir mal hier rein. Schauen wir, wo wir jetzt hin müssen. Auf den Spuren einer Legende, dem Pfad folgen. Hoffentlich sehen wir ihn nie wieder. Naja, ganz so schlimm ist er auch nicht. Immerhin kennt er eine Menge Märchen. Gutes Indiz für einen Wahnsinnigen. So, 300 Meter noch. Schau nicht, dass ich hier den Regal hier schrotte. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. So, steigen wir mal aus. Also gehen wir hier lang weiter? Ja, finden wir raus, was das Imperium hier treibt. Super Elixier. Diese Ruinen. Was ist denn das? Sieht aus, als hätten wir ein Königsgrab entdeckt. Na dann, hol dir mal, was dir zusteht, Noct. Ja. Wir raten, dass wir gleich der Riese kommen. Thank you.
Okay, die nächste Waffe. Schwert des Mystikers. Oh. Ah, ein Erdbeben! Und was für eins? Vorsicht, zurück! What the fuck? Gott! Ich hab dich! Hoch mit dir! Hoch mit dir! Was so? Wow, krass. Titan. Der Steinriese aus der Legende. Scheint, als hätten wir ihn nicht geweckt. Gut. Er versucht, mir etwas zu sagen. Alles in Ordnung, Noct? Ein Glück, ihr lebt. Könnt ihr hochklettern? Nein, aber hier ist ein Weg. Wir gehen schon mal vor. Such deinen Weg hier runter. Verstanden. Wir treffen uns später wieder. Seid vorsichtig. Ja. Was? Wir gehen alleine weiter? Mein Gott. Ob man gegen ihn kämpfen muss oder so? Lauf nicht alleine davon, Noct. Dann leg einen Zahn zu. Jetzt wollte ich aber erst schnell schauen, was ich da für eine Waffe bekommen habe. Königswaffen, Schwert des Mystikers. Oh, der macht schon Klinge des Eroberers. Habe ich weniger LP. Aber ich glaube, ich werde mir die mal nehmen. 1098. Die mal ausrüsten. Die sind schon aufgebracht genug. Stachel sie nicht noch an. Ja, ja, Mama. Hör zu, wenn ich dir einen Rat gebe. Ich kenne deine Ratschläge schon auswendig. Unter dem Meteor ist die Gruppe hohen Temperaturen ausgesetzt, die die Zustandsveränderung Gluthitze auslösen. In diesem Zustand nehmen die LP langsam ab. Alles klar. Können wir nicht einfach weitergehen? Daneben. Temperaturen überhaupt. Okay. Ich glaube, mir platzt gleich der Kopf. Magie. Noctis. Mm-hmm.
Unbeschreiblich. Nockt, hier lang. Jupp, gehen wir weiter. Bloß kein Fehltritt. Ich doch nicht. Schneller, Mann. Ich will das hinter mich bringen. Geht's nicht vielleicht noch ein Stück langsamer? Mein Kopf! Verdammt, das hat jetzt gerade noch gefehlt. Beeil dich. Ich bin doch schon dabei. Nein, geh doch mal schneller, Mensch. Nord, schaffst du es alleine? Oh nein! Jetzt reicht's langsam, Titan. Ich hab genug. Spar dir die Tiraden für später. Komm! Schneller! Sei still. Schneller geht's nicht. Ich denke mal, dass wir gleich gegen den kämpfen müssen. Nur noch ein Stück. Fast gestorben! Für einen König, was? Du willst reden? Sprich deutlicher. Ich sehe schon. Ihr versteht euch. Weiter! Mega Phönix. Okay, Kapazität ist erreicht. Die müssen wir auch schon voll sein. Okay. So. Ich hab genug von dem ganzen Gelatsche. Ich hab die Schnauze voll. Ständig diese Nörgelei. Was ist denn jetzt los? Nackt! Bist du nun ein Luzis oder nicht? Klar. Was soll die blöde Frage? Natürlich bin ich das. Denkst du, ich hätte das vergessen? Tut mir leid, ich weiß. Es ist nicht leicht. Aber hast du eine Ahnung, wie oft ich heute schon dachte, dass ich dich verloren hätte? Wir Amicitias sind Leibwächter des Königs. Seit ich ein Kind war, bläute mein Vater mir ein, dass ich dich beschützen muss. Und mittlerweile erfüllt es mich mit Stolz, dein Schild zu sein. Ich weiß, die Kopfschmerzen lenken dich ab. Aber hör mir zu, wenn ich dich warne. Ja, verstanden. Angespornt durch Gladius' Worte erhält Noctis die Zustandsveränderung König und Schild. Seine Stärke ist temporär um 50% erhöht. Okay. So, hab mich abreagiert. Gehen wir. Okay. Lauf nicht mehr alleine davon. Verstanden? Gladio. Bin deinem Vater was schuldig. Ach was. Na nun? Klingelt das Telefon? Nein. Ignis! Seid ihr okay? Hör zu, das Militär. Aufgelegt. Meinte, die Niffen wären hier. Das hat uns noch gefehlt. Schauen, dass wir alles looten können, was hier rumliegt. Dass wir nichts übersehen. Da sind ein paar Gegner, die werden wir jetzt mal endlich wegklatschen. Angekommen. Ja, endlich. Thank you.
Okay, der Speer macht mehr Schaden. Bam, bam, bam. Knall weg, komm. Ich zerschmettere dich! Sehr gut. So, Titansprüfung, dem Pfad folgen. Was für ein Pfad? Was für ein Pfad? Hey! Hier bin ich! Sprich gefälligst meine Sprache! Ich bin schließlich nicht zum Spaß hier! Hey, du spinnst wohl! Oh, oh. Was soll das? Dann habe ich wohl keine Wahl. Alles okay? Danke. Lass uns abhauen. Das ist aussichtslos. Ja, den Kampf können wir nicht gewinnen. Wir dürfen dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Schnell! Okay. Wo ist Gladius? Kann den aber auch nicht ausweichen. Hier sind wir ihm ausgeliefert. Lauf! Das sagst du so einfach! Von diesem Mist! Reinbomben. Ja. No. Geht es dir gut? Thank you.
Hast du die Königswaffen aktiviert, kannst du deinen gesamten Limitbalken einsetzen und deine Spezialfähigkeit Exekutive einsetzen. Dazu musst du allerdings mindestens ein Gefährte kampffähig sein. Je mehr Limitenergie übrig ist, desto stärker wird der Angriff. Okay, L1 plus R1, Königswaffe aktivieren, L1 plus R1, Exekutive. Okay, dann wollen wir mal. Mit dem Scheißding da. Wir haben einen Trick im Ärmel. Eisra. Arbeit sammeln, um den Riesen das Handwerk zu legen. Eisra? Derartige Probleme habe ich nicht voraus. Nicht will. Okay, führe ich den jetzt ein, oder was? Das war's für dich! Hey! Alle noch da? Ja! Gerade so. Ist es endlich vorbei? Hä? Was ist los? Was macht er? Titan! Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Das war Luna! Sie ist hier gewesen? Darum hast du... Okay, die Raumschiffe stürzen alle ab. Imperium.
so verwirrt? Hattest du bei meinem Namen nicht schon Klick gemacht? Nennt mich einfach Arden. Isunia. Der Kanzler von Niflheim? Zu euren Diensten. Ich bin nämlich hier, um euch zu helfen. Ich tue euch nichts, vertraut mir. Obwohl, im Grunde habt ihr ohnehin keine Wahl. Hüpft rein! Oder wollt ihr lieber sterben? Ich sehe keinen anderen Ausweg. Gehen wir. Komm, Noct. Schon gut. Rein da. Noctis hat das Siegel des Riesen, ein Zeichen von Titans Segen erhalten. Siegel des Riesen. Aufgabe abgeschlossen. Titans Prüfung. Okay, was heißt es jetzt? Ist das vielleicht eine Bestie? Kapitel 5. Dunkle Wolken. Knapp mit dem Leben davongekommen, steht den vier Freunden schon das nächste Problem ins Haus. Der Regalia, den sie auf der Cortez-Platte geparkt hatten, ist verschwunden. Zu allem Überfluss hat das Imperium auch noch alle Fluchtwege abgeriegelt. Jetzt ist guter Rat teuer. Okay. Ja, mit den Königswaffen ist eigentlich ganz kapiert. L1 und R1 anvisieren und dann eigentlich nochmal drücken, dass er das entladen tut. Vielleicht haben wir da einen Cooldown drauf, dass es nicht nochmal ging. Oh, jetzt lad doch mal schneller. Einige Tage später. Ging Oberkommandant Ravus Nox Fleury auch auf die Straßensperren der letzten Tage ein. Wir haben Grund zur Annahme, dass die Terroristen, die hinter den Angriffen auf die Zitadelle stecken, in der Region Daska untergetaucht sind. Die Straßensperren wurden errichtet, um die Festnahme zu beschleunigen. Wir sind fest entschlossen, die Bevölkerung vor dieser Bedrohung zu bewahren. Er betonte, dass die Armee ihre humanitäre Hilfe in Insomnia fortsetzen wird. Okay. Und nun eine Meldung zu den zahlreichen Erdbeben, die die Regionen Daska und Klain erschütterten. Die imperiale Armee sagte dazu Folgendes. Unsere Forscher konnten bestätigen, dass Bewegungen Titans die Ursache der Erdbeben waren. Um die Bewohner der Regionen vor weiterem Schaden zu bewahren, haben wir ihn für immer gemacht. Augenzeugen bestätigen, dass Titan von der Cortez-Platte verschwunden ist. Ich fass es nicht. Was sollen wir denn ohne den Wagen machen? Schobos. Warten wir erstmal, bis Sydney die örtlichen Werkstätten abgeklappert hat. Machen wir uns doch nichts vor. Die Niffen haben die Karre. Dein Regalia ist verschwunden. Sämtliche Optionen im Menü zum Fahren wurden deaktiviert. Dann könnte uns ja dieser verrückte Kauz wieder helfen. Kanzler Isunia? Er stellt ein Problem dar, keine Lösung. Also, was nun? Wir warten, bis Sydney sich bei uns meldet. Bis dahin gibt's qualmende Socken. Guck mal, Umbra! Der Segen der Sechs. Mit Umbra sprechen. So Leute, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle einen Cut. Wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder auch ein Abo freuen. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ciao, euer Andi.